Tschernobyl. Das ist halt gar noch nicht ready. So. Hier ist ein E-Tank, das habe ich schon mal gehabt. Ich bin ja gleich da. Das ist natürlich hinger über diesem Vorschlag. So. Wird nicht so motiviert, da.
so habe ich den Eindruck. Ja. Geht er jetzt gerade? Ja. Flug vor erstes Jahr. Thermische Prognose sagt, ja, es wird gut für den Längen. Ich bin jetzt ein bisschen später gestartet, das ist irgendwie so 1:30. Ich weiß zwar nicht, was für Zeit ist. Vielleicht war mal 1:30 ist es. 11:04, ja, 12:30. Man sieht hier, da kommen sie auf, jetzt bin ich auf 2,4. Da wird ein bisschen verrutscht. Schauen, ob ich noch ein bisschen mehr haben. So, ob jetzt läuft die Thermik. Ja. So, 3,25, jetzt gehe ich schon wieder raus. Wird eng. Extrem. Ich höre vielleicht das Dual-Piepsen, ich habe beide Vario angelaufen, weil es jetzt das Vario irgendwie den Geist aufgibt. Habe ich noch mein Solar-Vario. Sure.
Kanäle weiter. Da. Ja, aber hier. Gut. Wiederum das starke Sinken, nein, das ist nicht stark, aber das Sinken könnte so wieder bedeuten, dass ich hier im Ablauf bin vom Rennungsschluch. Da kommt der Kollege, der hat kein Lüpfen dahinter, also muss ich nicht dahinter irgendwo durch. Wieder nicht zugetan. Lebensgefahr. Und immer wenn ich bastle, kann mich schön befreit suchen. Du machst nicht Hoffnung. Ja, das fliegt einfach da oben drauf. Beide Vario-Finger, du hast es vergeben. Nicht rum, das ist kein Umium, ich kann drehen. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, links um 3 ist jetzt besser. Ich frage mich nicht warum. Hier sollte ich wieder bei diesem steigenden Zeug sein. Es rumpelt einmal. Ein paar Meter rausgeholt, jetzt kann ich mich mal da vorne ansetzen. Und nur einfach das Steigen, das ich bekomme. Da vorne ist die Kante, die so läuft. Ah, das ist schon von dieser Kante geht. Thank you.
da ein bisschen verblasen. Ich sehe Gemschi. Jetzt sind wir noch 2-3. Fliegen. Geht es da hingere? Jetzt hat es doch so schön piepsen vor dir.
100, 200 Meter über mir. Also. Ist es auch? Ich bin hier nochmal so, da wo mein Mario die Thermik anzeigt. Hier. Jetzt. Ich glaube, 260 ist es im Moment gerade hier. Aber ich sehe auch so ein Zeugsprechen zu. Stundenkilometer. Ich muss also nicht beschleunigen. Aber wenn ich so einen Sink habe. Oh, da bin ich nerven. Also. So Jungs, wo geht's rauf? Zeigt's mir da. Thank you.
wieder gerne schicken. Ich bin einfach unter der Wolke und alles ist jetzt immer so verblasen gewesen. Das ist so eine Waldkante. Genau, 2,5. Also, welchen Weg dreht ihr jetzt ernsthaft?
Also jetzt fliege ich Hauptgas. 1,6 Meter sinken, nicht mehr das Glas. Und der andere Däne geht noch den Säugling besuchen. Oh ja, die Inversion über Interlaken sieht man. Ja, wir sind höher, er ist höher als der Säugling, also bringt es ihm nichts, den Säugling anzusteigen. Ausser, dass er vielleicht noch 2-3 Meter Höhe kann. Länger behalten. So, ich fliege jetzt im Hauptgas 46. Dann kann ich gleich sehr stark sinken. Wenn ich aus dem Gas rausgehe, macht er mich fertig. Also er ist im Gas. Aber jetzt habe ich viel weniger sinken. Und fliege immer noch 40. Also das nehme ich einfach gleich ins Kopf. Das blast mich so über. Lustig, weil der Nord ist da. Also so ist etwa Norden, jetzt ist noch Westwind. Also ja, jetzt schaue ich gerade in den Wind. In den Pseudowind, weil ich ja eine 40 Geschwindigkeit. Oh, jetzt kommt mir noch der Tee rauf. Wie lange bin ich davon unterwegs? 34 Minuten Anfang. Jetzt da über keinen einzigen. Lass uns noch schauen, ob da einer geradeaus ist. Wenn ich sage, jetzt wird es ein bisschen, braucht es ein bisschen Mut. Ah, jetzt wird es langsamer. Und schon auf dieser Höhe, ja, die ich für mich mal gesetzt habe, um auf Interlaken zu fliegen. 2,4. Was schon mal nice ist. Jetzt mal schauen, was da. Thank you.
Mansard, ja, der Thermik. Und wir noch, ja. Ist besser als ich.
2,779 ist einfach das Maximum im Moment. Starkes Denken, dass ich es. Nein, der hat noch etwas. Drei. So, drei ist nicht ein. Hat es der eine oder Gleitzahl von 14. Wir müssen gut vorwärts. 40 Stunden Kilometer.
mal gegeben. Die Finger sind viel, sind sie über dem Hartgrad oder über dem... Sie sind auch über dem Hapfer. Jetzt liege ich nur noch 36. Mal schauen, ob sich meine Gleitzahl verbessert. 44. Nochmal schauen, wie es wäre, wenn nicht. Neun, elf. Zehn, zwölf, also. Ohne Beschleunigung ist es viel besser, als viel tiefer sinken. Hast du mal hier die Talquerung gemacht mit dem Liegegutzeug? Weiß ich gar nicht. Das wäre Zeit für ein Pfifferli. Jetzt bin ich einfach eine Stunde unterwegs. Easy. Die, die jetzt da über sind geflogen, fliegen jetzt alle einfach gerade vor. Also. Das auch nicht so wollen. Jetzt tue ich mir achten, jetzt habe ich wieder das Alphäusli gemerkt. Und jetzt mal schauen, ob ich mit meinem Gleitwinkel das Alphäusli verliere. Oder immer wie mehr sehe. Ja, da kann ich gerade rein. Ich glaube, der Orange hat es oben drauf geschafft. Und nicht unten ist der Orange. Von wegen oben drauf geschafft. Du bist echt ein huren arschiges Ding. Wieso könnt ihr das nicht?
Also Niederhornhöhe auf dieser Kette. Kein Mensch. Mit einem Schirm, den ich entdecken könnte. Aber da oben drauf auch kein Mensch. Ausser hier. Mal schauen, mal wieder kontrollieren. Vorher hatte ich 8,8. So. Also, jetzt ist Beschleunigung die bessere Idee. Oder? Mal. 8,8 immer noch. Jetzt auch wieder besser. Jetzt bin ich da fahr. Also das Alphütchen, das ich habe fixiert, ist grösser geworden. Ist einen Meter vor. Somit sollte es mir eigentlich über einen harten Grad länger. Leitzahl 12. Anscheinend ist das ein bisschen etwas von unter meinen Brösmeln. 15. 6. Was ist da so? Also, die Beschleunigung brauche ich definitiv, sonst komme ich nicht vorwärts. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich so gerade in die Hände fliege mit dem Beschleuniger angelassen. Hat die nicht so Spaß. So knapp. So, jetzt hat die mich schön gespürt. Schön fängt jetzt Flug gerade aus. Also wird es auf 1700. Zwei, drei.
Also mein Vario stellt nicht mehr in Thermikmodus um und das nervt mich. Da kann wahrscheinlich von unten rauf. Das ist einfach geschützt von halb dort bin. Ja, hier läuft es nicht mehr. Langsam wieder ein bisschen wählen. Ja, jetzt ist wieder so ein Stoss. Viel besser steigen. Gell, steigen dort. Uff. Ich kann mal da schauen, was da. Das steigt gut.
Schlüssel, genau, neben dem Schlüssel. Ja, aber es verleidet mir irgendwie. Und dauernd habe ich eigentlich... Ja. Das Aufrecht ist schon eine dumme Idee. Also, fuck it. Wir gehen an zur Wald. Ultras nachsteigen und dann einfach nichts mehr. Habe ich nicht gern. Aber ich habe es geschafft, den harten Grad. Auch wenn ich es für das lege. Das ist so etwas wie da oben. Dort aus. Aber da hinten, da ist wirklich niemand. Mal dort oben ist einer. Hinten kann man noch. Also, wenn wir sie nicht machen, kommen wir mit 40 Stunden Kilometer zu brettern. Die Daten muss durchgehen, wo durchgeht. Ich würde jetzt eben behaupten, irgendwo hier über den Wald, weil der hat noch die ganze Sonne gehabt. Na, dort weiss ich. Der Schlauch, den ich mit Tom letztes Mal genommen habe. Jetzt sind wir 2:30. Das ist sie. Also, nicht nur anders machbar sein. Dann gehen wir doch. Schauen, ob wir da noch in die Nähe kommen. Ja, jetzt kommen wir da, aber irgendwie doch nicht rüber. Scheiße, jetzt hätte ich auch doch noch ein bisschen mehr Höhe müssen haben. Nichts ist es nichts. Schön seid hier. Schnitter. Ernst. Definitiv nicht. Sind wir noch unmotiviert? Ich
Henker, du. Penisschlauch. Henker. Thank you.
Thank you.
Vor ist auch noch eine Woche. Danke, Orange. Hat fast eine Klappe kassiert. Scheiße in der Film. Die war gar nie eine Anzeichnung.
mal landen, wäre lustig. Schon lange nicht mehr gesagt, hä? Ja. Da mein vorzeigiger Kollege schon im gleichen Trip wie ich raushaben. Was ist denn, wenn du was sinken willst? So, ich kann man 7 Meter sinken. Also wird es da im Lee. Hast du es denn mal? Ja. Ja. Noch ein bisschen mehr. Ah! Ah, das geht schon! Gehen wir da zu meinem Lieblingswäldli. Was ist das? Ja? Schauen, wo die anderen sind. Und dort die Flugrichtung haben. Und weg war die flüpfende Luft. Thank you.
gegeben. Krass. Schön montiert, oder? Nein, ich habe 40 vorwärts gegangen, also ich habe nicht Gegenwind. Sagen die Windsäcke. Das ist nicht das. Hier ist wieder das Sinken. Ganz dezente Sinken. Da kann ich sie umdrehen. Über dem Niederhorn. So im Stil von. Jetzt bin ich wenigstens unter der Inversion wieder. Also der andere hat auch irgendwo eine Steine gefunden, wenn er bis auf ja, so 2-4 hat gebracht. Mal schauen, ob es da irgendwie meins gibt. Genau wieder da, ja, ich kreis noch. Halleluja, schreist er. Und los.
fliege ich einmal um die Antenne um, weil das ist das, was ich vorher hatte. Ich fliege dann hier so vorne bei dem Roten durch. So. Mal schauen, was ich da sehe, wie sie weitergehen. Wenn ich da nochmal da oben drauf steige, wechsle ich immer an Tellingrad. So. Ja, das ist genau das, was ich sicher mache. Ja, ich habe jetzt selber begriffen, dass es keinen Sinn macht.
Ich muss auch schon mal bedenken. Nicht sinken, vorwärts. Ja, schön, wir werden dort herfliegen, wo ich will. Nicht wo du warst. Jetzt nehme ich nämlich noch den Abgleiter in die Höhe. Genau das dauernde Gewackel, das ich da so habe, wo ein Wahnsinn tritt. Mei, Alter.
ist, wenn man durch die Invasion durchgeht. Man fängt. Da ist ein Punkt, wo wir einfach mal drüber rausfliegen. Dort steht einer. Oh nein. Dreh dich um. Oh, ich bin schon lange nicht mehr weg. Das tut noch mehr weh, als wenn du keinen Beinsack hast. Und jetzt hast du so, bam, gerade.
dem Lehn und gehe dort zu Lehn landen. Okay, soll ich noch kommen? Ich bin noch gerade im Mysterypark. Ja, also, es passiert noch nicht so. Ich bin noch 1000 Meter ab Boden. Also. Aber wenn du mich holen willst? Dann darfst du gerne, ja, das ist zu den Lauf. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Am Nordschirm niedergehen, würde ich trotzdem dahin landen. In diesem starken Tal. Hin. Aber es war schon hässlich hier. Muss man so zugeben. Stunden in der Luft. Das habe ich letztes Jahr zweimal geschafft. Mehr als 10 Stunden. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es das etwas mehr. Das ist schon nach dem Fall. So sieht es mal nicht mehr so bedrohlich aus, über dem Niederhorn. Also ja, bedrohlich hat es nie ausgesehen. Die Aussicht.
Ah, wie viel Vorratsgeschwindigkeit habe ich noch, wenn ich meinen Winter heile? Auf. Geh noch, 15, 16. 14. Ja, jetzt täuschen, dass ich jetzt einfach komme, das so. Links an der Röde. Das ist jetzt noch so belohnt. Das ist einfach schön. Also das, so gefällt mir die Fliege immer am meisten. Darum lande ich auch eigentlich gar nicht so ungern im Lernen, weil es immer so die Ruhe nach dem Sturm ist. Das ist da ein bisschen süßlich genießen. Ich bin noch zu hoch, aber...
Yay!